Sieht aus wie aus Stein, ist aber Styropor. Und trotzdem ist das eine schweißtreibende Arbeit, den 4 Meter hohen Pferdekopf aus der Bildhauerwerkstatt der JVA Bremen zu bekommen. 7 Häftlinge haben an der Skulptur gearbeitet, in einem Projekt vom Verein Mauern öffnen e.V., der sich für die Resozialisierung von Straftätern einsetzt. Hier in der Erwachsenenwerkstatt haben wir etwas was man im Theater auch im Bereich des Bühnenbildes macht. Da benutzt man auch Styropor. Und wir haben uns ein Element aus der Geschichte, der 35. Mai, genommen und haben dann, so ähnlich wie das Theater das auch macht, einen großen Pferdekopf gebaut, der wesentlich in dem Stück sein wird. So wie das Pferd eine zentrale Rolle im Theaterstück Der 35. Mai von Erich Kästner spielt, ist auch der Ausstellungsplatz für den Pferdekopf zentral, auf dem Balkon des Theater am Goetheplatz. Die Kooperation zwischen dem Theater und der Bildhauerwerkstatt der JVA ist auch eine Premiere und eine wertvolle Erfahrung für die Gefangenen, glaubt man in der Bremer Justizbehörde. Das ist natürlich auch ein wichtiger Teil für die Resozialisierung. Also eben wirklich auch sich mit Themen beschäftigen, auch mit einer Arbeit beschäftigen, die man vorher noch nicht gemacht hat. Die wenigsten waren ja vorher irgendwie künstlerisch tätig oder auch in der Bildhauerei. Das ist ja was, was viele wirklich da von Grund auf dann lernen, mit den Künstlerinnen und Künstlern zusammen. Und das ist für uns ein ganz wichtiges Projekt. Drinnen auf der Bühne laufen die Proben für die Premiere am Wochenende. Das Musical erzählt die Geschichte einer fantasievollen Reise eines Pferdes und seiner 2 Begleiter. Koffer aus Beton machen deutlich, Reisen bleibt für Gefangene ein Traum. Jugendliche und erwachsene Häftlinge haben Zeichnungen und Skulpturen für eine Ausstellung zum Stück geschaffen. Wir haben die Häftlinge auswählen lassen zwischen 2 Stücken und die haben sich für den 35. Mai entschieden und haben das Buch gelesen, gemeinsam mit den Menschen, die sie angeleitet haben, mit den Künstlern. Und dann ist das eigentlich aus der Fantasie der Häftlinge entsprungen. Wir haben und gehofft, dass wir mehr Kontakt haben durften, dass sie auch das Stück besuchen würden, aber das ist leider nicht durchgegangen. Auch wenn sie bei der Vernissage nicht dabei sein werden, bleibt bei den Häftlingen ein Gefühl der Wertschätzung. Die sind sehr stolz auf sich. Die können sich ganz hundertprozentig damit identifizieren und wollten ganz viele Fotos davon haben, die wir ihnen ausgedruckt haben, die sie auf ihren Zellen aufhängen oder den Beamten zeigen. Also die sind richtig, richtig stolz. Am Sonntag feiern Musical und Ausstellung Premiere im Theater am Goetheplatz.